Der liebe Freund, hier ist euer Steinwall. Der Krieg um Persien hat gewonnen. Hoffentlich der finale Krieg. Danach könnte Persien ein fester Bestandteil des Zarenreiches sein. Ich habe ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Angst, aber Respekt vor der persischen Armee, die jetzt wirklich nicht ganz so schlecht ist. Im Gegenteil, eine 44,8 Defensive im Durchschnitt ist sehr, sehr ordentlich. Und ich habe gerade ein bisschen Zweifel oder frage mich, ob es nicht doch besser gewesen wäre, unsere starke Offensivarmee, die zweite Armee, zu mobilisieren in diesem Krieg. Na, wir werden mal sehen, wie das werden wird. Wir werden erstmal hier die Hauptstadt als strategisches Ziel festlegen. Und dann warten wir mal ab, wie die ersten Schlachten laufen werden. Der Gegner geht komplett auf Verteidigung. Und ich sehe wirklich, die Verteidigung ist mit Abstand stärker als unsere Offensive. Jetzt kann es erstmal nur zahlenmäßig Überlegenheit bringen. Oh mein Gott, 54 Defensive. Der weltweit höchste Defensivwert liegt bei 50,75 und sie haben 54. Okay, also das wird kein Zuckerschlecken. Woher kommt die Defensive? Ja, die Armee selbst hat schon so eine hohe Defensive. Puh. Okay. Wow. Also, ich glaube, ich fürchte, wir müssen jetzt hier wohl mal ein bisschen mehr investieren als das. Wir müssen wohl mal ein bisschen in die Vollen gehen und die zweite Armee auch noch mobilisieren. Die zweite Armee selbst ist halt mit den besseren Einheiten ausgestattet. Leider aber auch, uns fehlt wirklich ein Offensivmann. Wir haben zwar hier einen wirklich guten Mann, den wir im Notfall noch rekrutieren könnten, aber das ist auch nur ein Defensivstratege. Aber immerhin, hier haben wir vor allem viele moderne Kanonen und sowas. Ich fürchte, das geht nicht anders. Wir müssen es tun. Wir müssen mobilisieren. Und wir müssen die Armee dann auch zur Front bringen. Und ich glaube, ich werde auch beide dann auf Front voranbringen stellen. Ach, sind sie schon. Eieiei, okay, alles klar. Das war ein bisschen misskalkuliert, beziehungsweise unterschätzt, was die Perser können. Ja, sie profitierten sicher auch von unserem Markt, vielleicht auch von unserer Technologie, ich bin mir nicht ganz sicher. Nun gut, mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt unsere nächste Armee mit ranziehen. Minus 130.000 ist aber auch schon mal eine Ansage. Eigentlich ist es eine gesamte Frontlinie, es verteilt sich halt über das gesamte Gebiet, ne? Mal gucken. Also die erste Schlacht verlieren wir. Panischer Rückzug. Eingeschränkte Kinderarbeit verfängt einfach nicht, sodass der Fortschritt stagniert und das Gesetz einen Rückschlag erleiden. Oh mein Gott. Okay, das ist ja unglücklich. Erster Rückschlag. Aber gut, wir haben noch genug Versuche bei 55%. Sollte das schon passen. So. In Deutschland ist was los. Was haben hier die Briten am Start? Oh, sie versuchen es ebenso, den japanischen Markt zu öffnen. Es scheint so, als hätten die Franzosen es nicht hinbekommen. Wir schauen mal, ist dieser Krieg dort vorbei? Nein, er läuft immer noch. Invasion ist allerdings ins Stocken geraten, so wie es aussieht. Ja, 37.000 Tote auf französischer Seite, 35.000 auf japanischer. Aber das Ganze scheint nicht zu funktionieren. Und die Briten nutzen jetzt die Gelegenheit, um Ähnliches nochmal zu probieren. So, Roman Surkov, und ich glaube, er gehört zur zweiten Armee, versucht eine erneute Offensive, beziehungsweise, ja, ist hier in einer zweiten Schlacht verwickelt. Und die scheinen wir jetzt zu gewinnen gegen 50 Defensive mit 43 Offensive. Tja, wird Zeit, dass wir unsere... und jetzt sieht das ja auch besser aus. Das ist jetzt, glaube ich, die zahlenmäßige Überlegenheit, die jetzt hier einfach zum Tragen kommt. Naja, wenn man nicht besser ist... Okay, Korea stellt sich gegen Großbritannien. Das wird interessant. Wenn man nicht besser ist, dann muss man eben mehr sein. Alte Militärweisheit. So, okay. Ja, da haben wir jetzt zwei gewonnene Schlachten, so wie es aussieht. Wobei hier das noch ein bisschen hin und her geht. Ne, ich glaube schon wieder die nächste Schlacht, denn hier konnten wir schon ein bisschen voranrücken.
Und auch hier, eine Riesenschlacht, die hier gerade stattfindet. Okay, aber ich fürchte, es wird ein wirklich teurer und verlustreicher Krieg, aber es wird auch erstmal der letzte große Krieg sein. Dann wird es, glaube ich, eine gewisse Friedens- und Konsolidierungsphase geben. Auch mit Blick auf unsere Verrufenheit, sicher auch mit Blick auf unsere Manpower und ähnliches. Okay, ich denke, es sieht fast so aus, als ob wir jetzt hier die ersten entscheidenden Schlachten gewonnen haben. Und es sieht so aus, als ob die Sache jetzt bedeutend schneller laufen wird. Vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert, was das Hereinholen der zweiten Armee betrifft. Yeah, das ist gut. Wir haben jetzt eingeschränkte Kinderarbeit. Das hat natürlich auch Auswirkungen. Mehr Sterblichkeit bei Landwirten, Arbeitern und Bauern. Aber das Angehörigeneinkommen sinkt etwas. Wir können mehr in Bildung investieren. Hat eigentlich nur negative Auswirkungen. Aber ist natürlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ne? Ihr seht es. Also es ist reduzierte Sterblichkeit, nicht mehr Sterblichkeit. Also das ist der große Vorteil. Weil die Kinder natürlich ungeschickt sind und bei den Arbeiten gerne mal sterben. Und das wird weniger. Wobei, ja, Menschenmaterial, um es mal ganz zynisch zu sagen, ist nicht unser Problem. Egal, wir haben auf jeden Fall die richtige Interessensgruppe beruhigt. Und eigentlich müsste dann jetzt auch der entscheidende nächste Schritt folgen. Aber ich zögere etwas, weil wir uns mitten in einem Krieg befinden. Der, ja, doch ein bisschen belastend ist. Ich würde sagen, wir warten erstmal den weiteren Kriegsverlauf hier ab. Aber das sieht immer besser aus. Hervorragend. Ja, wir sind jetzt deutlich an den Fronten überlegen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Gibt es jetzt hier plötzlich zwei Fronten? Nee, eigentlich nicht. Auf jeden Fall gibt es irgendwelche Umgruppierungen, die aber relativ egal sind. Es finden weiterhin Schlachten statt. Und wir gewinnen weiterhin Schlachten. Wir können insofern, glaube ich, schon mal unsere Kriegsziele hier vorantreiben. Wie ist aktueller Stand? Auf unserer Seite immerhin 50.000 Tote, auf der gegnerischen Seite 30.000. Ja, die Frage ist, wann der Moment gekommen ist, wo wir schon mal eine der Armeen demobilisieren können, weil wir einfach überlegen sind. Allerdings habe ich jetzt auch ein bisschen Angst. Ich meine, das Problem ist jetzt, die Moral des Gegners ist komplett gebrochen. Deswegen ist jetzt jede Schlacht ein sicherer Sieg. Die starten hier schon mit reduzierter Moral. Das macht sich dann bemerkbar. Wir müssen natürlich jetzt das Hauptstadtgebiet oder ich weiß nicht, vielleicht sogar alles erobern, bin mir nicht sicher, um jetzt hier die Friedensakzeptanz wirklich entscheidend hinzubekommen. Ja, ich denke, wir sind jetzt in der Situation. Ich werde jetzt Folgendes mal machen. Wir werden die dritte Armee, die werden wir jetzt demobilisieren. Die benötigen wir meines Erachtens hier nicht mehr, um erfolgreich zu sein. Allerdings, was ist hier gerade los? Warum ist die zweite Armee jetzt nicht da, wo sie hin sollte? Wir verlieren gerade eine Front. Die ist, hat sich irgendwie umgruppiert. Oh, das war genau der falsche Moment. Oh nee, ne? Aber der Gegner ist nicht so schlimm. Der Gegner macht gerade keine eigenen Angriffe. Insofern passiert da nichts. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber jetzt ist die zweite Armee da. Und dann sollte es jetzt auch wieder zu Schlachten kommen. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Das Ganze ist erfolgreich geschafft. Okay. So, eine tscherkessische Auswanderungswelle. Aber das Wichtigste ist eben jetzt, dass das gesamte persische Gebiet jetzt zu uns gehört. Und jetzt ist natürlich die Frage,
Ja, ich würde fast gerne mal hier einmal durchschalten, weil wir müssten, glaube ich, jetzt die Produktionsmodi anpassen. Und da muss ich mal prüfen. Da gab es irgendwie, glaube ich, auch einen Kartenmodus, ne? Oder irgendwie eine Abkürzung, wie man das machen kann. Die habe ich aber tatsächlich vergessen. Ich schaue mal kurz. War das hier über Staatenverwaltung? Ja, hier Produktionsmethoden. Zurücksetzen. Das ist es, glaube ich. Zurücksetzen der Produktionsmethoden auf nationale Standards. Ja, das ist es, glaube ich. Warum haben wir das? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier was Falsches mache, wenn ich hier auch was ändere. Ah, okay, das ist bei den Weizenfeldern und Lebensmittelproduktion, das ist noch was anderes. Aber hier sollten wir das auf jeden Fall machen. Also ich mache das mal hier und hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu viel Unheil anrichte. Naja, das sieht ganz richtig aus. So. Das ist eigentlich auch ein Gebiet, egal, da machen wir auf jeden Fall Freikirchen. Und ja, da ändern wir das auch direkt mal. Ja, bei den Brennblasen und so weiter, das ist natürlich wieder ein anderer Schnack. Aber hier zum Beispiel sollten wir das ändern. Das können wir so lassen. Und was war hier? Ja, da werden wir nochmal die Änderungen durchführen. Und das sind alles nur Spezialeinstellungen, ob man jetzt Kartoffeln anpflanzt oder sonst was. So, okay. Damit dürfte das Wichtigste angepasst sein. Und jetzt müssen wir uns nochmal ganz genau anschauen, wie jetzt die Marktsituation ist im Allgemeinen. Ja, also vor allem haben wir doch gesagt, es gibt möglicherweise ein Problem mit Färbemitteln. Aber dadurch, dass wir jetzt Persien haben, gibt es eigentlich kein Problem mit Färbemitteln. Plötzlich gibt es ein Problem mit Hartholz. Wie kommt das? Möglicherweise irgendwelche Umstellungen, die ich gerade vorgenommen habe. Da müssen wir was tun. Das sollte aber nicht so schwierig sein, denn Holz produzieren wir viel zu viel, Hartholz zu wenig. Da gibt es eine Möglichkeit, glaube ich, Dinge zu verändern. Also, müssen wir mal auf die Holzfällerlager gehen. Okay, ich sehe gerade, wir haben irgendwie alles komplett auf hier Weichholzproduktion gemacht. Das geht natürlich gar nicht. Da ist irgendwie jetzt ein bisschen zu viel passiert. Da machen wir jetzt einfach mal konzentrierte Hartholzproduktion und wir schauen mal kurz, wie viel fehlt uns im Markt. Uns fehlen 288 Hartholz. Ja, das ist doch kein Problem, das kriegen wir hin. Okay, also hier haben wir schon mal 124, hier 40, sagen wir mal 160, 280. Komm, einmal machen wir noch hier. So, und noch einmal, um den Preis noch ein bisschen zu senken. Das müsste es dann schon gewesen sein, oder? Jawohl. Hartholz, kein Problem mehr. Und Holz trotzdem im grünen Bereich. Okay, das war eine simple Anpassung. Bei den Motoren müssen wir vielleicht ein bisschen nacharbeiten. Blei gefällt mir ganz gut, dass wir so weit unten sind. Wie sieht es hier aus? Opium etwas teuer. Da müssten wir aber jetzt eigentlich was machen können, oder? Opium. Zeig mir mal das Vorkommen, das Opiumvorkommen. Ja. Wo investieren wir am besten? Das können wir, glaube ich, jetzt über die Produktionslinse mal machen. Ich würde sagen, da tun wir jetzt mal was. In dem Bereich. Usbekistan. Da haben wir aber auch noch wirklich viele Arbeitssuchende. Das ist schon ganz gut. Prognostizierte Einnahmen könnte man auch daraufhin optimieren. Aber ich denke, wir machen das in inkorporierten Staaten, oder? Ja. Okay, also 24 pro Stufe. Wir haben ein relativ großes Defizit, oder? 426. Wollen wir das jetzt wirklich selber alles investieren?
Das führt wiederum zu hohen Staatsausgaben, ne? Ach, wisst ihr was? Nee, das machen wir jetzt nicht. Vergesst es. Das wird sich entweder selber regulieren oder wir werden ein bisschen nachsteuern, aber da machen wir jetzt nichts. Haben wir irgendwelche Handelsrouten? Ja, haben wir, aber können wir nicht beeinflussen. Wir sind schon auf maximale Exportzölle, okay. Gut, ich will nämlich ein bisschen Finanzen konsolidieren. Ich will jetzt nicht noch großartig was bauen. So, der restliche Bereich ist soweit, würde ich sagen, hier alles okay. Hier brauchen wir nicht viel reagieren, außer dass wir vielleicht noch ein bisschen Artillerie exportieren können. Wir können den Export vielleicht noch ein bisschen... Nee, ist nix. Dann lassen wir das. Und hier ist auch alles, sieht auch alles richtig gut aus. Dann habe ich hier nur die Motoren, wo man ein bisschen was machen könnte. Aber Leute, nichts, wo man jetzt dringend handeln müsste. So, jetzt aber, also, während jetzt hier die letzten Sachen durchlaufen. Regierungsverwaltung. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir diese Gelegenheit nutzen, dass wir eine hohe Zustimmung haben bei einem Landadel, um eine wichtige innenpolitische Veränderung durchzudrücken. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, dass ich gerne auf Laissez-faire wechseln wollen würde. Das würde uns tatsächlich in vielen Bereichen richtig voranbringen, muss man mal sagen. Vor allem das Thema Ortspreise wäre dadurch ja deutlich entspannt. Aber es gab ein paar interessante Kommentare, die ich tatsächlich sehr ernst genommen habe bezüglich des Themas Wahlrecht. Man könnte, wir haben jetzt eine hohe Bewegung, 53% auf Zensuswahlrecht wechseln. Das würde vermutlich, das ist ein sehr radikaler Einschnitt. Es würde jetzt genau hinpassen, noch nicht mal die orthodoxe Kirche würde jetzt radikal werden, wenn wir das machen. Und meine Hoffnung ist die, dass wir dadurch die Macht des Landadels brechen, indem also jetzt Stimmen eine Rolle spielen. Und wir wissen, dass der Landadel, rein was die Zahl der dahinterstehenden Leute, was die betrifft, natürlich nicht sehr stark ist. Das heißt, das Zensuswahlrecht müsste genau die Gruppen nach vorne bringen, die für uns wichtig sind im Moment, die Industriellen und die Intellektuellen, würde ich sagen. Ihr seht nämlich auch 50% politische Stärke Aristokraten, 50% politische Stärke Offiziere bei Autokratie. So, jetzt ist aber, das muss man sich wirklich gut überlegen, weil, also wir verlieren 150 Autoritätspunkte, okay, damit können wir umgehen. Plus 30 politische Stärke durch die Stimmen von alphabetisierten Pops. Aber das sind genau ist das, was wir wollen, nämlich die Intellektuellen am Ende. Hier gibt's okay, Legitimität, weil das Landesoberhaupt in der Regierung ist. Das werden wir verlieren, das heißt, Legitimität wird wahrscheinlich schwieriger werden. Wohlstandsschwelle für Wahlen spielt hier keine Rolle. Legitimität beruht auf dem politischen Druck der Regierung und beruht auf Stimmen. Also damit kann man das natürlich kompensieren. Zulässige Größe der Region plus 1 haben wir hier 0, das ist gut. Können auch mehr Parteien rein und das ist trotzdem legitim. 10% Regierungsideologie-Malung ist hier bei 50%. Das heißt, man kann auch Parteien oder Interessensgruppen zusammenstecken, die vielleicht nicht so super zusammenpassen. So interpretiere ich das. Außerdem schalten wir noch Frauenwahlrecht frei. Ja, das ist eine super Sache. So, interessanterweise unterstützen das die Intellektuellen. Und jetzt frage ich mich, ist es vielleicht sogar möglich, um das jetzt noch weiter zu forcieren, die Intellektuellen in dieser Phase mit in die Regierung zu nehmen? Nein, gar nicht. Geht gar nicht. Okay, gibt es noch jemanden, der das irgendwie unterstützt? Also wir haben natürlich, das ist die große Gelegenheit. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr starke Bewegung, ne? Industrielle, intellektuelle Gewerkschafter. Das heißt, Industrielle müssten das doch eigentlich auch unterstützen, oder wie ist das? Gucken wir hier nochmal rein. Also ich kann noch nicht billigt das nur. Ah ja, billigt das. Die sind auch dafür. Das heißt, wir gucken mal bei den Industriellen. Ja, aber Erlassungszeit, nee, gefällt mir nicht.
Die nehmen wir nicht mit rein. Wir müssen das so durchziehen. Wir müssen das so durchziehen in der Hoffnung, dass die Bewegung allein das bringt. Also, wir versuchen das Ganze zu beschließen. Oh mein Gott. Das ist jetzt wirklich ein heikler Moment. Und es kann schnell kippen, wenn zum Beispiel orthodoxe Kirche weiter unzufrieden wird. Oder wenn, keine Ahnung, was passiert. Und vor allem weiß ich, kann ich nicht hundertprozentig kalkulieren, ob das Ergebnis wirklich so in meinem Sinne ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Insofern wird das jetzt eine spannende Sache. Also, jetzt passiert erstmal sehr, 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 sehr viel. Die orthodoxe Kirche wird komplett unzufrieden, wütend. Dadurch haben wir diverse Boni nicht mehr und minus 20% Bildungszugang. Mhm. So, dann die Intellektuellen. Die werden allerdings loyal. Gesellschaftsforschungstempo steigt an und Migrationsanziehung. So, und der Landadel, der wiederum wird super unzufrieden. Wir haben Einfluss verloren und minus 20% Autorität. Mhm. Das bedeutet nochmal minus 1 Interessensgruppenzustimmung in der Opposition, was schlecht ist. Okay, was wir aber auf jeden Fall tun könnten, wir könnten hier erstmal das wieder runternehmen, weil die Intellektuellen, wobei, dann gehen wir wieder runter auf 9 und verlieren die Propagandisten. Das ist aber nicht so schlimm. Migrationsanziehung ist für uns nicht so entscheidend, würde ich sagen. Ja, okay. So, minus 12 die Kirche. Eigentlich müsste die jetzt sauer sein. Ja, jetzt haben wir eine Protestbewegung, genau. Radikalität sehr hoch. Unterstützung mittel. So, das bedeutet, dass jetzt so die Stimmung... Oh yeah. Okay, alles klar. Das kommt, weil am Ende jetzt doch die orthodoxe Kirche super unzufrieden geworden ist. Na gut. Da kamen noch einige Faktoren hinzu, die ich nicht kalkuliert habe. Aber sie erreicht nicht über 100%, wird sie erreichen. Insofern ist es zwar eine Krisensituation, aber ich glaube, wir können die Sache kontrollieren, würde ich im Moment behaupten. Mal sehen, ob ich recht habe. 53% ist erstmal eine sehr hohe Hausnummer. Vielleicht könnten wir, um das Ganze noch weiter zu forcieren, noch einen Agitator holen, der das Ganze auch unterstützt. Da müsste es eigentlich einige geben. Schaut mal, Garibaldi wäre möglich. Oh, der ist super. Ein Volksheld ist er gewissermaßen. Gibt es noch jemand, der geliebter ist als Garibaldi? Nein, ich würde sagen, den laden wir mal ein. Mal sehen, was wir uns da ranholen. Einfach, damit er jetzt das Ganze noch weiter forciert. Jawohl. Jawohl, wir sind jetzt bei 84% durch Garibaldi. Also, das heißt, mit ein bisschen Glück sind wir so schnell durch, weil einfach überragend viele in der Bevölkerung und vor allem wichtige Männer für diese Sache kämpfen. Na, ich bin gespannt. So, Kreisen Aasgeier, jetzt gibt es Revolutionsevents. Opportunistische Mitglieder der Industriellen sind zur Sache der orthodoxen Kirche übergelaufen. Was? Kann euch wahr sein. Okay, Überläuferunterstützung 2 Jahre. Industrielle werden schwächer. Oder wir könnten sagen, versuchen wir sie zurückzulocken. Warum haben wir so viel Bürokratie plus? Was ist hier gerade passiert? Warum ist das so? Merkwürdig. Insofern könnten wir das ein bisschen abschwächen, indem wir auf 5% Bürokratie verzichten. Ich würde sagen, das machen wir. Versuchen wir, sie zurückzulocken. 849, ja. Das bedeutet aber, wir könnten gleichzeitig, das wäre eigentlich eine gute Maßnahme, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich mache es, wir könnten gleichzeitig eigentlich Gesetzeshüter erhöhen oder, was eigentlich auch noch cool wäre, uns die Monarchie aufzusparen für das Thema
Geheimpolizei. Ja, weil damit käme man diesen ganzen Umtrieben zukünftig, würde man es denen deutlich schwerer machen. Aber erstmal rechne ich jetzt hier mit einem Erfolg hier beim Zensuswahlrecht. Schauen wir mal. Es geht aber super langsam voran. Was ist los? Rumänische Auswanderungswelle, okay. So, bitte jetzt. Ja, wir haben die Debatte erreicht. Was ist das hier? Kurdische Sezessionsbewegung, na toll. Aufruhr 51%. Die kurdische Bevölkerung versucht ihre Unabhängigkeit zu erreichen. 39% Risiko in Luristan. Okay, das bringt mich zu einem anderen Punkt. Ich weiß, es ist gerade spannend, aber was ist hier eigentlich passiert? Okay, Frieden zwischen Japan und der Französischen Republik. Ich gehe mal davon aus, dass sie hier nichts geöffnet haben. Der Krieg zwischen Großbritannien und denen läuft noch. Aber ohne wirkliche Effekte. So, was ich jetzt aber eigentlich schon lange mal tun wollte und ich muss hier kurz unterbrechen, ist, ich will unser Meer ein bisschen umbauen. So, und da sind mehrere Maßnahmen jetzt nötig. Als erstes habe ich mir überlegt, die erste Armee, das ist unsere Heimatverteidigungsarmee, für die rekrutieren wir diesen General. Ich weiß, er gehört zum Landadel, aber der ist einfach so unfassbar gut. Grabenratte, Defensivstrategie-Experte. Es gibt uns plus 40% Verteidigung, plus noch diese Geschichten hier. Unfassbar stark. Also der wird helfen, wenn mal wirklich unser Heimatland in Not ist und verteidigt werden muss. Den werden wir dazu holen. So. Das ist der dritte Mann hier der ersten Armee. Jetzt werden wir einen von denen zur dritten Armee bringen, genau. Und das wird Putjatin sein. Der hat keine besonderen... Oh, der hat inzwischen Waldkampfexperte, okay. Ja. Das wundert mich. Der hat, glaube ich, auch Waldkampfexperte, ja. Also Putjatin wird zur dritten Armee kommen. Das können wir jetzt mal organisieren. Dritte Armee. Ich sehe gerade, wir haben noch 12 dazu bekommen. Ach Gott, das wird auch noch eine Umstellung. Na, wir werden sehen. Also, dritte Armee und da kommt er jetzt erstmal rüber. Erste Änderung. Bestätigen. So, das lassen wir jetzt mal laufen, beziehungsweise wir gucken uns kurz mal an, was die 8. Armee eigentlich ist. Okay. Ach so, das ist Putjatin, der da gerade rumläuft. Nein, ich wollte gucken, was die 7. Armee ist. Es sind einfach nur 12 Infanteristen. Plänkler-Infanterie. Okay, da müssen wir uns überlegen, welche Armee stärken wir damit? Ich würde sagen, die kommen mit in die erste Armee zur Heimatverteidigung. Reine Infanterie, reine Verteidigungskiste. Also, erste Armee. Ihr kommt da mal alle rüber. 4 Wochen Reisezeit. Okay. Die 7. Armee wird damit aufgelöst. Jetzt warten wir, bis der Mann jetzt hier in der 3. Armee ist. So, da ist er. Und jetzt beginnen wir, diese Armee aufzuteilen. Und zwar werden wir genau die Hälfte hier rüber schicken. Genau. So, den müssen wir nachher noch befördern. Das ist halt so. Das wird gewissermaßen jetzt eine neue Armee. Ich bin mal gespannt, wie er damit jetzt umgeht. Passt das? 8, 5, 41, 42, 5, 8. Ja, perfekt. So, damit müssten wir jetzt noch eine neue Armee haben. Genau, diese 8. Armee. Perfekt. Die allerdings werden wir umbenennen. Wir benennen sie jetzt 4. Armee. So. Okay. Und die kriegt jetzt ein neues Hauptquartier. Und das ist hier drüben, damit wir dort auch relativ schnell immer einsatzfähig sind. Ich würde sagen, Ostsibir. So, aber was die 4. Armee natürlich noch benötigt, er braucht noch eine Beförderung.
So, haben wir jetzt hier die Kommandoschwelle erreicht? Nein, muss nochmal befördert werden. So, okay, perfekt. Jetzt haben wir zwei kleinere Einsatzarmeen, die dritte und vierte Armee, die in solchen Notfällen wie kleinere Bürgerkriege, Sezessionskriege dann einfach einsteigen kann. Wo seid ihr nochmal? In Zentralasien. Ich würde sagen, wir werden das nochmal neu entscheiden. Ja, Zentralasien vielleicht gar nicht so doof. Kaukasus ist vielleicht noch ein Tick besser. Okay, alles klar. So, dann haben wir jetzt das gemacht. Entdeckte Mitgliedslisten. Bei einer überraschenden Polizeirazzia wurde eine Liste von Radikalen entdeckt, die mit der orthodoxen Kirche unter einer Decke stecken. Es bietet sich mehrere Möglichkeiten, wie diese Liste der Regierung zum Vorteil reichen kann. Sehr schön. Spüren wir jedes einzelne Mitglied auf dieser Liste auf. -10% Bürgerkrieg. Oder decken wir die Verbindung zwischen der orthodoxen Kirche und Radikalen auf. 2 Jahre lang. -25%. Das finde ich gut. Ich hoffe, dass wir diese Revolutionsgeschichten auch so im Zaum halten können. Ich bin mal optimistisch. Wir machen lieber das. So, damit ist die orthodoxe Kirche nicht mehr mächtig. Oh, krass. Das ist natürlich eine gute Entwicklung. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Kurdische Sezession. Das geht schneller, als ich dachte. Okay, da wird es gleich Ärger geben. Wir sind bei 85%. Das dauert mir halt hier zu lange. In 60 Tagen ist das erst soweit. Na gut. Einheimischen Aufstand ist so, ist wie es ist. Wir haben ein leichtes Plus jetzt, weil wir nicht mehr bauen. Aber nicht wirklich überzeugend, das Plus. Na gut. So, und es wird ganz offensichtlich zur kurdischen Sezession kommen, die aber höchst ungefährlich ist, denn die haben nur ein Bataillon zur Verfügung, wie es aussieht. Dennoch ganz spannend, ob die Revolution hier noch ein bisschen erfolgreicher werden kann. Oder ob wir ihr zuvorkommen, indem wir das Zensuswahlrecht vorher beschließen. Und das wäre wirklich eine gravierende Veränderung unseres politischen Systems. Verbrechen und Göttlichkeit. Die reaktionären Neigungen vieler Kleriker, die der orthodoxen Kirche angehören, haben die Forderung laut werden lassen, den politischen Einfluss russischer religiöser Organisationen zu beschneiden. Finde ich gut. Okay, verrammeln wir ihre Tempel und verhaften wir alle Geistlichen, die sich widersetzen. -5%, aber 5% der orthodoxen Kirchenmitglieder werden radikaler. Egal, damit leben wir. So, Revolution bei 31%. An dieser Stelle eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und erleben Revolution oder Zensuswahlrecht oder beides. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.